letzten 1000 Kilometer bis zum Tourziel in Lissabon sind mittlerweile angebrochen. Vor allem die letzte Woche wird wunderschön, denn der Atlantik wird dann mein ständiger Begleiter sein. Die 14. Etappe war der bisher härteste Tagesabschnitt der Tour. Die Etappe war mit 92 Kilometer zwar kürzer als gewohnt, aber die vielen Anstiege mit 1470 Höhenmeter waren mühsam. Vor allem der Schlussanstieg mit 11 Kilometer Länge war brutal, da das Thermometer wieder 48 Grad anzeigte. Die Müdigkeit war nach dieser Etappe groß. Nummer 1. Zafra. Nachdem meine Kamera gestern aufgrund der großen Hitze den Geist aufgab, konnte ich nur vor dem Start der heutigen Etappe kurz filmen. Zafra ist eine Kleinstadt mit rund 17.000 Einwohnern und liegt an der Via della Plata, einer historischen Straßenverbindung aus der Antike zwischen Sevilla und Astorga. Der Palast de los Fugues de Feria, oder auch Schloss Zafra genannt, ist eine gotische Burg, die in Rekordzeit von nur 6 Jahren im Jahre 1443 fertiggestellt wurde. Seit 1931 zählt die Burg zum spanischen Kulturgut. Nummer 2. Puebla de Sancho Perez. Puebla de Sancho Perez ist eine kleine Gemeinde mit rund 3000 Einwohnern und der Pfarrkirche Santa Lucia als zentrales Gebäude. Berge jetzt gerade mal angeschaut. 15 Anstiege warten auf mich. Bei Nummer 10 ist der längste mit 10 Kilometer und einigen roten Stücken. Ja. Schauen wir mal. Jetzt müssen wir ein bisschen Zeit. Die Etappe heute wird sehr anspruchsvoll. Deswegen ist es sehr gut, wenn ich die verkürze. Nummer 3. Fuente de Cantos. Fuente de Cantos ist eine Kleinstadt mit rund 4500 Einwohnern im Südwesten von Spanien. Auch diese Stadt liegt an der Via de la Plata, dem Pilgerweg nach Santiago de Compostela. Daher gibt es hier auch einige Kirchen und Kapellen, wie zum Beispiel die Iglesia de Nuestra Señora de la Granada, die im 15. und 16. Jahrhundert entstanden ist. Mich haben vor allem die vielen Orangenbäume fasziniert. Da drüben steht ein riesiger Stier. Natürlich nur als Denkmal. Weiten zu sehen.
da. Liebes Reh, hupf. Und drüber kauft es. Das ist ein Stresskrieg. Segura de León. Am Ortsanfang von Segura de León nutzte ich einen Brunnen, um meinen überhitzten Kopf etwas zu kühlen. Segura de León ist eine kleine Gemeinde mit rund 1900 Einwohnern und besticht durch ihr einheitliches Bild, denn alle Häuser sind hier weiß, was schon viele Kilometer entfernt zu sehen ist. Am beeindruckendsten ist aber die mächtige Burganlage, die auf einem der vielen Hügel des Ortes thront. Nummer 5. Fuentes de León. Die Häuser der 2300 Einwohner zählenden Gemeinde Fuentes de León sind ebenfalls alle in Weiß gehalten. So, jetzt bin ich in Fuentes de León. Auch wieder alles so weiß. Sehr nett. Und jetzt probiere ich da in der Barbe, was ich zum Trinken kriege. Da bin ich aufgekommen. Das zahlt sich. Aber noch mehr 200 Meter. So, mittlerweile ist Andalusien erreicht. Sehr cool. Und ist jetzt noch mal ganz schön aufgegangen. Ja, schöner Boss. Aber Andalusien, yes. Jetzt geht es bald Richtung Meer. Bis Aracena sind es noch 20. Puh, 20 heiße Kilometer werden das.
große Hitze mit bis zu 48 Grad und dazu auch noch die vielen Höhenmeter der heutigen Etappe zeigten Wirkung. Ein schattiger Rastplatz war der ideale Platz für eine kleine Pause, denn der Schlussanstieg mit 11 Kilometer Länge hatte es echt in sich. Nummer 6. Aracena. Nach mehr als 12 Stunden erreichte ich schließlich müde, aber zufrieden das Etappenziel in Aracena. Doch das Hotel war nicht im Ort selbst, sondern etwas außerhalb und ich musste noch einen letzten steilen Anstieg überwinden. Also wie wenn ihr heute noch nicht genug Höhenmeter gemacht hättet, ist das Hotel, jetzt sind wir da ganz oben am Berg. Ja, grüß Gott. Die Dusche habe ich mir jetzt dann verdient. Boah, bin fertig. Ja, so ist immer das Dorf. Danke. Dafür wurde ich mit einem schönen Swimmingpool belohnt und konnte meinen müden Körper ein wenig entspannen.